Hallo liebe Leute, groß und klein, es ist mal wieder Grafos Time. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Reaper of Souls. Ja, eigentlich wollte ich ja nur eine Folge aufnehmen, aber irgendwie habe ich jetzt Bock, kaum auf die Fresse zu hauen. Irgendwie kann ich da jetzt nicht widerstehen. Die Dämonen sind in der Bastion. Denn ich habe es jetzt mal schon gerätselt, wie viel Leben wir da haben. Vielleicht auch 1 Million wie Belial. Und ehrlich gesagt, ich will das jetzt wissen. Da, Geschichten der Bastion. Von unserem geliebten Kane. So, schauen wir mal, wie viel Leben das einfach hat. Ein paar kranke Fähigkeiten drauf und der müsste dann eh schon noch mehr 50% Leben haben. Oh. Oh. So, da. Du hörst auf, da zu reden. Ja, wir haben ihnen eine Lektion erteilt. Da muss ich dir ehrlich zustimmen, Mädel. Nach Kisten und sowas halte ich Ausschau. Die Toten auch durchsuchen. Da habe ich schon öfters so ein Handwerksmaterial rausgezogen. Die nehme ich auch immer gerne mit. Ja, aber sonst alles andere schauen wir sich nicht so genau an. Einfach schnell durch. Wie gesagt, wir wollen ja 8.5 kommen. Da haben wir unten schon so eine Ruhe. Ja, mit diesen Fähigkeiten. Zack, zack, bang, bang. Hin sind sie. Da, der auch. Du kannst dir selber irgendwo was ablecken. So. No? So. So. Oh, noch nicht Ruhe. Einfach ohne Worte, oder? Immer noch nicht genug. Einmal auf den Kopf springen, dann selbst explodieren. Das war's. Auch da vielleicht zweimal das Schild schmeißen und. So, ja, ich wollte das gar nicht anklicken. Oh, was haben wir hier? Was haben wir hier? Wo ist er? Da müsste doch ein Gelber dabei sein. Ach, hier. Super, oder? Ohne Probleme kommen. Oh, das sind viele. Das mag ich. Ah, nicht genug Zorn. Ja, du brauchst gar nicht herlaufen. Ich meine, du stirbst schon auf halbem Weg. Echt schlimm. Ja, wenn das jetzt noch ein bisschen schneller aufladen würde, dann könnte ich da öfters wen auf den Kopf springen. Aber 30 Sekunden ist eigentlich eh nicht so viel. So. Zack. Sehr schön. Man müsste doch eh bald irgendwo. Nein, hier sind wir schon mal falsch. Aber wir nehmen diese Leiche hier mit. Vielleicht irgendwo da drüben. So. Du auch tot. Ah, schauen wir mal, was hier weitergeht. Oder vielleicht da hinten oben. Ja, es ist das Einzige, was uns eigentlich jetzt derzeit so aufhält. Wenn wir wirklich da leider mal den falschen Weg gegangen sind, dass wir da wirklich dann schauen müssen, wo ist die nächste Ebene, aber kann ich wenigstens ein bisschen quatschen. Was ich mir jetzt überlegt habe, mein gut, das Addon ist jetzt noch nicht lange raus. Ich habe auch nicht gelesen oder irgendwie was erfahren, wie viel Addons Blizzard so plant. Keine Ahnung, wollte ich sie auch bis Level 99 treiben oder so? Oder auch 100? Ja, soll mir auch recht sein. Mein WoW, ehrlich gesagt, geht auch immer wieder weiter. Also, ich schätze schon mal schon, dass sie es auch wieder langfristig ausgelegt haben. Und ja, was dann mit anderen Addons machen werden. Oh, Moment. Da ist irgendwo so ein, genau. So, einen Moment. Ich habe Level abgehabt. Oh, neu gesegnetes Schild. Wenn der Schild einen Gegner trifft, werden 4 Sekunden lang eure Rüstungswerte um 5% und Lebensregeneration um 5% erhöht.
ist eventuell später vonnöten oder wenn man wirklich Qual spielt. Derzeit nehme ich wirklich lieber den Schaden. Dann Hingabe, da himmlische Vollstreckung. Moment, da gehe ich lieber hier rein. Was ist hier? Bla bla bla. Gegner, Sturm, Splitz getroffen. Okay. Landet mit solcher Wucht, dass drei Avatare des Ordens beschworen werden, die 5 Sekunden lang an eurer Seite kämpfen. Jeder Avatar verursacht 142% eures Waffenschadens als physischen Schaden. Oh, das ist auch jede Menge. Ich werde das einfach mal ausprobieren, weil so von allein macht schon 1100. Bringt schon fast jeden um. So, hier. Schuldspruch 9. Aha, wird sofort ausgelöst. Reduziert die Abklingzeit um eine Sekunde für jeden von der Explosion getroffenen Gegner. Aha, hat aber wieder eine Auslösezeit von 3 Sekunden. Gut, das hat nur 15. Ja. Da lasse ich das drin, was ich habe. Sofort ausgelöst ist mir ehrlich gesagt lieber. Und die 15 Sekunden sind so schnell vorbei. Und ja, oh, da steht ja noch einer. Diesen ganzen Knoch und alles habe ich denn jetzt nicht gesehen. Ist vielleicht dieses Schmied-Event da? Das wäre ja cool. Nee, oder? Leider, sieht glaube ich nicht so aus. Meistens steht der hier ungefähr wo. Nee, nee, nee. Schade, schade. Hätte ich jetzt gern gemacht. Gibt so Events, die habe ich sehr gerne. Habe ich leider sehr selten. Auch zum Akt 1 zum Beispiel. Dieses Seelengefäß, falls ihr es kennt. Stellt in der Mitte dieses Gefäß, klickt man an, kommen dann ein paar, keine Ahnung, ein, zwei Minuten lang ein paar Wellen, die man dann einfach abwehren muss. Habe ich sehr gerne. Habe ich leider viel zu selten. Ja, schade. So. Nehme ich auch einfach alles, obwohl ich das ganze Mistzeug gar nicht auf... So, gar nicht aufnehmen müsste. Ich weiß sonst auch nichts mehr. So, jetzt sind wir eh schon da. Müssen wir dann eh schon die Bresche finden. Dort haben wir dann auch noch mehr eine Ebene. Und dann ist er eh schon da. Ja, euch explodierenden Idioten, die euch brauche ich schon gar nicht. Ja, macht euren Frieden. Jetzt. Ah, ich finde die Stimme auch sehr gut gelungen. So. Obwohl viele immer sagen, ja, deutsche Synchronisation und alles ist so scheiße. Ich kenne nur die, ich bin zufrieden mit der. Okay, da geht's nicht weiter, gehen wir darüber. Aber irgendein Event hätte ich da doch gerne. Im Prinzip dann egal was, aber Hauptsache wenigstens vielleicht irgendwas. Eventuell bin ich auch schon vorbeigelaufen, weil ich ja wirklich nur die nächste Ebene immer suche. Ja, du kannst dir selbst ja, keine Ahnung, explodieren oder sonst was machen. So. Liegt da auch was? Ein bisschen Gold? Egal. Nehme ich trotzdem. Ja, Goldsammelradius könnte auch ein bisschen besser sein bei dem Char hier. Aber der ist beim Barbaren genauso beschissen. Ich muss sagen, auf solche Sachen schaue ich dort nicht. Und wenn das die einzige schlechte Fähigkeit ist, die ich nicht wirklich brauchen kann, dann mache ich die sowieso auch weg. Ist da irgendwas Sinnvolleres hingeschmiedet? Oh! Yeah, baby! Wuhu! Wow! Heute ist unser Glückstag! In der letzten Folge schon legendäre! Jetzt nochmal, was ist es? Ein Gürtel! Wow, bitte ein richtig geiler Gürtel! Was? Wenn ihr eine Truhe öffnet, wird Heimsuchung auf 5 Gegner in der Nähe gewirkt? Oh, sehr gut. Muss ich schauen, dass ich, wenn ich eine Truhe sehe, ein paar Gegner hinlocke? Regeneriert Leben, erhöht den Schaden von Bestrafen. Das benutze ich ja auch nicht. Okay. Sollte ich dann schauen, was das Bestrafen ist? Leben wird generiert. Da haben wir es jetzt zum Beispiel. Sammelradius hatte ich von 1 Meter, jetzt wird auf 2 Meter erhöht.
8528. Bestrafen. Ach, diese Fähigkeit, wo er mit dem Schild zuschlägt. Ah, okay, ja, die gefällt mir aber nicht so. Mir ist es lieber, diesen Hammer schmeißen. Vor allem, da habe ich da irgendwie so eine Fernkampffähigkeit. Das gefällt mir auch so an deinen Kreuzritter. Irgendwie, er deckt beide Sparten ab. Also, Nahkampf, Fernkampf, ich finde das einfach so geil. So. Sehr schön. Ja, die Gelben haben ein bisschen mehr Leben. Aber ehrlich gesagt auch nichts, was uns ein Problem machen würde. So, dann. Oh, Trümmerteile nehmen wir auch gerne mit. So. Können wir ja mal wieder was schmieden, wenn wir sehen, ja, die Waffe ist jetzt schon ein paar Level alt. Aber, ja, Loot 2.0 ist so geil geworden. Und droppt eigentlich eh alle paar Level mal was Neues, dass man sich wirklich da jeden Slot mal ausrüstet. Was ist hier los? Stirb! Ich hab so das Gefühl, da oben geht's jetzt bald weiter. So. Ach, das sind die Avatare! Jetzt dachte ich schon, ich kann die nicht töten. Was ist denn da los? Ja, das muss ja einer sagen. Ach, Schädelspalter. Sehr schön, dann. Rubin dabei wieder. Oh, da kommt wer runter. Waren das alle? Ich finde den super. Ja, aber war ja damals in WoW genauso mit den Todesritter, der war ja auch total viel zu stark und alles. Und natürlich die Todesritter-Spieler, nee, gar nicht wahr und so. Natürlich war er zu stark, das ist hier am Anfang genauso. Bis sie da die passende Abstimmung finden und so weiter. PvP gibt es ja leider keines, also kann man da nicht wirklich da sagen, ja. Obwohl das ja diesmal wirklich kommen soll. Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ja. Mich würde es ehrlich gesagt eh nicht so interessieren. Anschauen würde ich es mal. Aber schauen wir mal. Ich nehme ich mit. So, jetzt brauche ich nur mal die Speisekammer finden. Und nach der Speisekammer. Nach der Speisekammer. Dann auch jetzt probiere ich das. So. Wow. Habt ihr gesehen, was alleine der Gürtel jetzt schon an Schaden gemacht hat? Ist doch auch schlimm, oder? Und das ist nur so eine Gürtelfähigkeit, so eine sekundäre. Ach, da steht einer. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, hier springe ich auf das Dach. Oh, genau dann wirft er diesen verdammten Schild an. Aber der hält ja zum Glück eh nicht lange. Was? Da leckt einer an mir. Hm. Und doch nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was das jetzt war. Oh, eine Truhe. Ja, da kann ich sogar in der Kette drin stehen bleiben. Ich finde das echt super. So, keine Beschwerde sein. Ich finde es toll, dass man das wieder durchkommt. Ja, keine Ruhe. Solltest du nicht tot sein? Oh, noch eine Ruhe. Okay, hier ist mal nichts. Lass mich kurz gucken. Da unten müssen wir weiter. Okay. Alles klärchen. Ja, macht nichts. Haben wir jetzt mal ein paar getötet. Level up werden wir auch wieder haben dann hier. Genau. Können sich auch ohne und natürlich kann es auch da unten weitergehen. Ich weiß nicht. Ja, ich schaue zuerst hier lang. So. Wow. Ja, bei denen mit Schild natürlich, denen haut man zuerst leider nur das Schild runter. Das ist mal klar.
So. Hey, schubst mich nicht weg, du. Du Wegschubser. Oh, 200.000 Leben? Na ja, gut, ist ein Ad, okay. Vampirisch und teleportier. Okay. Ja, bringt aber auch nichts, ehrlich gesagt. Bist und bleibst ein Loser. Okay, wie ich vermutet habe, wir müssen doch da runter gehen. Warte, nimm das mit. So. Gehen wir halt da runter. Haben wir halt ein BAEB noch gemacht. Ja, falls da wirklich wieder Community-Event gibt, mit mehr Erfahrung am Wochenende, werde ich sicher schauen, dass ich Akt 3 und 4 komplett mal durchspiele. Und dass wir dann schon in Akt 5 sind. Und wie gesagt, dort werde ich dann am Anfang gleich wieder auf Meister hochstellen. Also die Schwierigkeitsgrad, die da ausgesucht wurde. So. Und ja, schauen wir mal, wie wir da einfach durchkommen. Ich glaube nicht, dass es zu schwer werden wird oder sonst irgendwas. Und wenn doch, mein Gott, dann stellen wir halt wieder auf Profi runter. Ist ja auch nicht so das Problem. Ich glaube, der fast nur blaue. Was soll denn das? Schlechter. Ist alles schlechter. Droppen sehr viele rote Edelsteine, hm? Da, Reparatur auch wieder nur 135 Gold. Also, man spart sich doch sehr viel zu... Na, nimm das. So, spart sich doch sehr viel. So. Na, ist hier keiner? Was seid ihr denn? Ach komm! Selbst durch Schild bekommt er 1200 Schaden. Echt schlimm, oder? Was liegt denn hier? Achso. Ein Körperteil von dem Vieh. Ah, hier geht's jetzt zu Gom. Ja, die zweite Folge wird jetzt auch ein bisschen länger sein. Die erste war auch ein bisschen länger. Aber das gefällt euch doch. Habt schon öfters gesagt, macht eine halbe Stunde, macht eine Stunde. Ist mir ja zu lange, ihr wisst. Nur mehr ein Mbit Upload. Ja, 20, 25 Minuten ist okay, aber alles, was länger ist, ja, ist schon zu viel. So, dann springen wir jetzt aufs Dach, hauen wir die anderen Fähigkeiten raus und dann bin ich gespannt, wie viel Leben das er dann noch hat, nach den ersten drei Fähigkeiten. Achso, das will ich mir nicht anschauen. So, wo ist meine Maus? Ja, ja, die Hälfte ist schon weg. Ach, der hatte nur 831.000. Seht ihr, das hätte ich gleich anhauen und anschmeißen auch noch können. Da, wie lange hat er gelebt? Waren es 20 Sekunden? Ah, sehr schön. Da. Da, das Tagebuch hat uns jetzt das Level abgegeben. So, zurückporten, alles abgeben, alles verkaufen. Schauen wir noch die Fähigkeiten an und dann Klappe. Und dann werden wir diese Aufnahme jetzt aber endgültig beenden. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Ja, ist auch schlecht. Gut, der hatte sowieso Intelligenz drauf, da brauche ich gar nicht schauen. Was? Der Kampf hat mich jetzt 23 Gold gekostet. Boah, Wucher. So, was haben wir hier? Neuen Schildstoß, zerbröckeln. Getötete Gegner explodieren. Wodurch sie, wow, Gegnern hinter sich, aha, hinter sich 660% Waffenschaden zufügen und sie zurückstoßen. Oh, Zurückstoß ist immer schlecht, aber 660 Schaden. Leider nur dahinter. Das Blöde ist, wenn die seitlich oder dann sonst wo stehen. Achso, okay, das war das Einzige. Ja. Ja, ich hoffe, die zwei Folgen haben euch wieder gefallen. Ich hatte absolut wieder meinen Spaß. Ich glaube, das habt ihr auch wieder gesehen. Also, Kreuzritter einfach top. Besonders mit diesen verdammt kranken Fähigkeiten. Also, ich... Keine Ahnung. Ich seht echt, ich... Bin jedes Mal noch verwundert. Das ist echt schlimm. Ja, falls es euch gefallen hat, lasst doch einfach Abo, Kommentar, Daumen hoch da. Empfehlt mich weiter, teilt meine Videos. Dann sage ich auch wieder Danke fürs Zuschauen. Schaltet auch in der nächsten Folge ein. Also, macht's gut. Ciao, euer Graphos.